Servus und damit recht herzlich willkommen zurück. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay. Okay. So. So, das muss ich auch noch machen. Schön, dass ihr dabei seid. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wollten wir jetzt hier? Franklin? So, so, hier waren wir. Alles klar. Erstmal gucken hier. Was sind dort Portalsprung? So Omega, Omega. Ilium, Feuergänger, Tchanka. Wir müssen hier weiter. Gef-Aktivität abstürzen, das Schiff retten. Also 1, 2, 3, Ressourcen abbauen, 4, Magnetschild reaktivieren, 5. Und das ist die Hauptmission. Gut, dann machen wir hier weiter. Schön auf der Uhr achten, nicht? Bevor das dann wieder anfängt mit Knister, Knister. Abstürzen, das Schiff retten. Mal gleich hier machen. Zack, Umlaufbahn. An Bord gehen. Scans melden ein verlassenes Schiff auf einer Rape. Auf einer Rapide. Ach, Rapide. Alter Digga. Rapide abnehmenden Umlaufbahn über dem Planeten Jonus. Der Registrierung nach müsste es die MSV Broken Arrow sein. Broken Arrow? Okay. Sein. Laut Unterlagen hat das Schiff eine wichtige Munitionsfracht geladen. Wenn niemand eingreift, stürzt das Schiff auf Jonus ab. Höchstwahrscheinlich genau an der Stelle von Fargon, der größten Menschenkolonie des Planeten. Das ist natürlich klar. Gefsticker Natur an Bord der MSV Broken Arrow geordnet. Ist natürlich klar, dass das genau dort abstürzt, wo Menschen leben. Kann das mal auch mal dort abstürzen, wo Aliens leben? Nein, Spaß. Soll überhaupt nicht abstürzen. Grand Tali, ab geht er. Haben wir schon gesehen? Gef-Aktivität an Bord. Wieso ist das Kabel so kurz? Was soll das? Hat sich verheddert. Gef-Aktivität an Bord, das heißt. Aufschlag auf der Planetenoberfläche steht unmittelbar bevor. Ich sende Ihnen einen Countdown über die verbleibende Zeit bis zum Aufschlag. Okay. Nehmt den hier. Disruptor. Alarm gelb. Ich rufe Alarmstufe gelb aus. Es gibt zwar derzeit keine Anzeichen für Ärger, aber so weit draußen können wir jederzeit auf Gef treffen. Wir müssen vorbereitet sein. Mir wurde gesagt, es sei eine ganz schön schlechte Idee, sich so weit ins Gebiet der Gef vorzuwagen. Aber die Kolonien müssen sich ja irgendwie verteidigen können. Das Einzige, was die Crew davon abhält, vor lauter Angst weiche Knie zu bekommen, sind die 100 Kisten Militärwaffen, die wir an Bord haben. So gehen wir dann. Ein kleiner Landgang im Narpi-System wird uns allen Gemütern allen gut tun. So. Ich muss mal ein bisschen langsamer machen, Mensch. Wir haben einige Lieferungen zu machen und es wird daher draußen bestimmt nicht friedlich. Alarmstufe Rot. Ich rufe Alarmstufe Rot aus. Die Gef greifen an. Auf eine Auseinandersetzung dieser Größenordnung sind wir nicht vorbereitet, aber wir werden uns unser Möglichstes tun, um das hier zu überleben. Die Kolonien brauchen die Waffen und der Angriff beweist erneut, wie ernst die Lage ist. Ende. Das ist mein letzter Eintrag in diesem Log. Angesichts der Schwere des Angriffs habe ich sofort Evakuierungen und schnellstmögliche Ansteuerung der Kolonie angeordnet. Falls die Gef dieses Schiff übernehmen, fallen
Ihnen auch die 100 Kisten mit Waffen in unserem Frachtraum in die Hände. Ich aktiviere deshalb mit meinem Autorisierungscode den Selbstzerstörungsmechanismus. Wow, was für ein riesengroßes Trackwort des Schiffs. Hoffentlich erwischt es dabei auch die Geth an Bord. Ich werde bleiben und dafür sorgen, dass das Schiff ein ehrenhaftes Ende hat. Mein Plan ist die Triebwerke abzuschalten, sodass wir den Orbit verlassen. Die MSV Broken Arrow wird hinunter zur Oberfläche gleiten, wo dann die Selbstzerstörung stattfindet. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich versorge, ist völlig offen, was mit dem Schiff geschieht. Das ist also der Captain hier. Captain, mein Captain. Gut, dann kümmern wir uns mal um die Geth. Wir haben bloß 5-6 Minuten Zeit. Stadtumgehung, das geht nach dort. Das müsste. Ja doch, müsste dorthin. Das geht nach dort und das hier nach dort. So, Zaggy. In dein Gesicht, Penner. Da ist noch das Licht zu sehen vom Geth. Oh. Navigation offline. Lebenserhaltung. Systeme beschädigt, Hülle beschädigt, Atmosphäre wird ins All gesaugt. Systemausfall. Maschinenstatus. Maschinen ausgefallen. Um Energieversorgung wiederherzustellen, Energiekopplung reaktivieren. Warnung. Eintritt in die Atmosphäre erfolgt, Aufschlag auf den Planetenunterfläche in Kürze. Das ist natürlich schlecht. Mensch, was habe ich denn jetzt im Hals? Verzeihung. Ein Medigel ist gut, 5 Minuten haben wir noch. Maschinenraum abgeriegelt, okay. Wieso ist denn der abgeriegelt, Ding? Ach so, hier geht es auch noch weiter. Alles klar. Das habe ich nie gesehen. So, rechts geht, links geht nichts, rechts geht was. Ich bin Rogana! Schreck mich doch nicht selber, die Fülle. In dein Gesicht. So. Ich bin Krogana. Eigentlich nicht, aber. Stimmt, jetzt. Wir haben euch geschaffen. Wir können euch vernichten. Das ist meine Ansage. Nicht mehr, machen wir das. Aktiviere Kampfdrohne! War dort hier schon wieder Raketen rum? Nö! Einer ist erledigt! Oh, guck mal! Das nehmen wir natürlich noch mit. Grant, geh mal weg. Bäume. Ja, da ist noch was weg. Hallo, ach so. Ging ja nicht so einfach. Ah!
Schaut Umgehung dahin. Das dahin. Das dahin und das dahin. Wir haben es geschafft, yay! MSV Broken Arrow stabilisieren. Die westlichen GF haben den Kampf eingestellt. Die Kolonie ist sicher. Sehr nice. Panzerung sicher, alles klar. Ich muss immer schön auf die Zeit achten, ne? Ich denke, das wird alles so knistern und dann. GEF-Gerät deaktivieren. Da drüben. Da gehen wir mal hin, wa? So, wo ist es da? Zacki, System anfliegen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da drüben. Wir fliegen direkt durch die Sonne. Tanken erstmal auf und dann. Landen, bitte. So, erledigen Sie zuerst Ihre Feinde. Deckung sind. Sie sind gleich jetzt wieder. So, da kommen wir, nehmen wir was anderes hier auf. Nehmen wir zwei Biotikerinnen, wa? Zacki, beenden. Das sieht relativ düster aus gerade. Das sieht aus wie. Klimagerät, das läuft so schön, schön. Klimagerät ausmachen. Das müssen wir natürlich erstmal gucken. Wir haben erstmal 100 Palladium. Ja, die Kampfmusik ist schon da, alles klar. Wir wissen nicht, wo die Gäste sind. Sehe ich sie nicht. Dort oben haben wir ein paar Dings. Dass man die Scheinwerfer von denen sieht, ne? Schön, Absturz. Deswegen bringt uns einer nicht. Weniger, um den wir uns sorgen müssen. Nein, oh, Amish. Kommen immer mehr. Was ist denn das? Der ist tot. Da. Absturz.
Sieht aus wie ein großer Krug. Na. Na, mach dich doch mal drüber, Shepard. Nein, willst du natürlich nicht. Nee, bitte, da gehen wir eben außen rum. Mein Gott. Warum einfach, wenn es umständlich auch geht, wa? Ach ne, das ist eine Signalfackel. Die Frage ist, was konvertieren die hier? Machen die den Planeten kaputt? Oder tun die den umcraften? Aber wahrscheinlich machen sie ihn kaputt. Geht denn hier lang? Siehst halt absolut nicht, ne? Falsche Taste, oder? Ich habe auf jeden Fall schon mal Feinde irgendwo. Ja, dort oben. Das sind die Scheinwerfer. Ich sie auch. Was rein. Da hat auch ein riesen Scheinwerfer. Verwüster. Der ist nicht so gut. Oh, die ist tot. Ich bräuchte echt ein bisschen Munition. Habe ich eigentlich irgendwie was? Mann, ich bin fast leer. Das war ja gerade Zeitlupe, ja? Schon noch nie mitgekriegt, dass das geht. Wow. Ich hoffe, wir haben das jetzt gleich geschafft. Ja, wir sind am Gerät angekommen. Jetzt tun wir das deaktivieren. Nehmen wir uns natürlich noch das Zeug hier mit. Weil es ist ja kostenlos. Woran erinnert mich das? An den Transportbeam bei Mass Effect 3. Zum Beispiel. Das sieht interessant aus. Auf jeden Fall. Geth-Technologie zum Klimaveränderung beschafft. Das ist natürlich geil. So, ne, ein bisschen Zeit haben wir noch, bevor es anfängt zu knacken. Es kann nur sein, dass es diesmal nie passiert, ne? Aber ich merke es schon, langsam höre ich es wieder im Hintergrund so. Ich weiß nicht, ob man das so in der Öffnung mal hört, ich hoffe es nie. So, Massenportal ist da drinnen. Eine Mission können wir noch starten. So, Massentotalsperrung. Projekt Overlord ist was Größeres. Ressourcen abbauen oder quarionische Absturzstelle. Wir machen die Absturzstelle, wenn ich sie finde, ja. So, und dann machen wir die DLC-Mission. Finished. So. Boaters. Da drüber ist natürlich eine Stange weit weg. Schön. Zacki. System anfliegen. Ist. Gai Hinum. Ein Planet in der Umlaufbahn los. Ja, moin. Landen. Ich wollte das noch vorlesen, stimmt da. Hier, der Panzerung ist durch Feuerwaffen mit geringer. Alles klar. Wir nehmen Tolly mit. Und da kommen ja. Der dunkle Bruderschaft nehmen wir auch mit. Sieht original aus wie dunkle Bruderschaft aus Skyrim.
Brauchen wir eine. Der Himmel sieht irgendwie ganz komisch aus. Da ist ein Bloodpack Raren, wahrscheinlich, das ist rot. So, Moment. Wir hauen uns hier mal Feuermunition. Wieso kann ich das hier nicht rüberhauen, ne? Ich orte Lebenszeichen eines. So, man kann das ja hier sogar. Und das jetzt schon wieder, ach so, jetzt fängt das wieder an oder was? Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Bericht des Pilotenstarten, was? Wir konnten die Triebwerke der Kian, keine Ahnung, so weit abdämpfen, dass wir die Aufmerksamkeit der Geth entgegengegangen sind, aber die Belastung war zu viel für das alte Schiff. Wir hoffen jetzt darauf, irgendwo im Zero-System ein freundliches Fleckchen zu finden, aber unsere Informationen zufolge ist das nicht sehr wahrscheinlich. Es hat uns von Anfang an nervös gemacht, so nah an Perseus Nebel zu kundschaften, mit Recht, wie es sich herausgestellt hatte. Ich fürchte, wir werden die Flotte nie wieder sehen. Nach allem, was die Katablam, keine Ahnung, durchgemacht hat, ein ziemlich unrühmliches Ende. Die ersten Stunden. Die Landung war unsanft, aber wir konnten aus dem Wrack alles bergen, was wir zum Überleben brauchen. Leider hat es Lieutenant Commander Gorlat nicht geschafft, womit wir als ranghöchsten Offizier das Kommando haben. Womit mir als ranghöchsten Offizier das Kommando zufällt. Wir haben die Gegend erkundet und festgestellt, dass der Planet außerordentlich lebensfeindlich ist. Wir wagen es nicht, unsere Schutzanzüge abzulegen. Hoffentlich werden wir gerettet, bevor die Gefahr von Strahlenschäden besteht. Vermisste Überlebende. Ich weiß nicht, wer oder was dafür verantwortlich ist, aber wir haben mittlerweile die Hälfte der Überlebenden verloren. Wir wollten hier eigentlich ein Lager errichten, um abzuwarten, bis die Idena unser Sender ortet. Idena? Das ist ein anderes Schiff wahrscheinlich. Ortet, aber etwas jagt uns. Ich muss die Crew so gut wie möglich zusammenhalten. Wir werden einen Suchtrupp losschicken, sobald es Tag wird. Ich werde meine Crew finden und dann wieder. Werden wir alles tun, um auf die Idena zurückzukommen. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, es fängt nämlich an zu ruckeln, merke ich schon langsam. Sieht aber schöner aus hier. Sieht aus wie ein abgestürztes Schiff drüber. Hier sind überall tote Rarons. Das ist nur Nummer 3. Ich empfehle als Vorbereitung des Ausfliegens mit dem Shuttle die Sicherung des Gebiets. Oh, alles. Wieso muss denn das... Bitte halt! Ist erst 23 und... Ich will jetzt nicht, dass mich nicht weglos ist. Jetzt haben die gerade gefressen. Wir sehen uns einfach dann gleich nochmal fortfahren. Bis dahin.